Bereits zum 9. Mal lud das Gasthaus zum Wurmerl bei Schlug am vergangenen Sonntag zum beliebten Oldtimer-Treffen. Treffpunkt war wieder beim Mediamarkt St. Lorenzen. Da konnten die alten Vehikel von den vielen Zusehern in Ruhe bestaunt werden. Kannst du uns dein Fahrzeug ein bisschen vorstellen? Aber natürlich, ja. Ist ein Vespa Grand Sport, Baujahr 64 und habe ihn lange gefunden in der Scheune, ist dort 25 Jahre gestanden. Das habe ich dann alles abgekauft und eben restaurieren. Ja. Wir haben einen Burgwart Isabella, Baujahr 59 und wir kommen aus Semmeriach. Wie lange habt ihr dieses Auto schon? Dieses Auto haben wir erst 3 Jahre. Selbst restauriert? Motorisch schon, aber karosseriemäßig ist es noch original. Also haben wir noch gar nichts gemacht dabei. Du, das ist ein Mini Cooper, Baujahr 1972, 1300 ist es. Ja, der ist ja, glaube ich, sportlich ausgeführt, schaut ja aus wie ein ganz Rallye-Auto. Ja, der geht nicht so schlecht, der hat 80 PS unter der Haube und ist zum Fahren wie ein Go-Kart. Sie sind ja heute mit einem ganz seltenen Fahrzeug da. Was ist das für ein Fahrzeug? Das ist ein Prager Piccolo, Baujahr 1930. Mit natürlich einem irrsinnigen Wert. Ja, Wert. Was ist halt ein Wert für mich halt? Also unverkäuflich. Und wie oft wird mit dem Fahrzeug ausgefahren? Selten, glaube ich. Ja, so 2-3 Mal im Jahr, Hochzeiten halt hauptsächlich. Nach der gemeinsamen Ausfahrt nach Kapfenberg auf den Hauptplatz ging es dann auf die Festwiese bei Schlug zum Frühschoppen. Da wurden Erfahrungen ausgetauscht und fachgesimpelt. Und fürs Musikalische sorgten Sens und seine Freunde aus Anger. Das 9. Oldtimer-Treffen vom Wirtshaus Wurmerl, vom Oldtimer-Club, ist wieder ein ganz toller Erfolg. Ja, ich war heute total überrascht, dass so viele Teilnehmer gekommen sind. Von Burgenland, von Niederösterreich, von der Untersteiermark, eigentlich die Leoma, die Trafeiacher. Ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade weg und das Einzige, was bei so einer Veranstaltung halt auch mitspielen muss, das ist das Wetter. Und da habe ich Gott sei Dank das Glück, dass ich sage, es passt halt aber begangen. Gell? Fürs 10. Oldtimer-Treffen wird jetzt schon fleißig hingearbeitet und da gibt es ja ein tolles Auto zu gewinnen. Welches Auto? Ich arbeite eigentlich schon dran, den 10-jährigen Jubiläumsfest Oldtimer-Treffen. Und da gibt es als Hauptpreis ein Gokomobil zu gewinnen. Zweiter Preis ist ein Reisegutschein für 1000 Euro, dritter Preis 500, vierter Preis 300 und dann ein Hubschrauberrundflug. Das älteste Motorrad und das älteste Auto wurden prämiert. Der Besitzer des Motorrads Hans Findelig aus Baschlug mit einer Indian, Baujahr 1927. Und das älteste Auto, der Prager, Baujahr 1930 von August Hirschecker aus Stans. So um die 200 Fahrzeuge waren wieder bei dieser Veranstaltung mit dabei und alle freuen sich schon auf das 10. Oldtimer-Treffen im nächsten Jahr. Ein Kompliment, das war wieder eine Top-Veranstaltung. Dieser Beitrag wurde Ihnen gewidmet vom Gasthaus zum Wurmerl in Baschlug und von Wurmtore in St. Lorenzen.